Hallo und herzlich willkommen zu meinem Lesemonat Mai. Im Mai habe ich 8 Bücher gelesen, eins davon habe ich abgebrochen, eins würde ich als meinen Flop betiteln, aber der Rest war eigentlich okay, habe ich 4 bis 5 Sterne vergeben können. Und da fangen wir auch gleich mal an mit meinem ersten Must-Read für Mai. Das ist nämlich Andy Weir, der Astronaut. Das war ja so ein Must-Read für mich, weil ich ja den Marsianer schon unheimlich gerne mochte vom Andy Weir und für mich die Thematik eigentlich ungefähr gleich klang, dass ich mir gedacht habe, das muss ich unbedingt lesen. Und ich bin auch davon ausgegangen, dass die Komik, die auch im Marsianer rüberkam, auch hier stark vertreten sein wird. Und da lag ich gar nicht so verkehrt. Wir haben nämlich hier Ryland Grace, der auf einem Raumschiff aufwacht. Er ist ganz alleine, er hat 2 tote Kollegen neben sich. Er weiß nicht, wo er ist, er weiß nicht, was er hier macht, geschweige denn, dass er weiß, wie er heißt. Und das ist natürlich schon mal gruselig hoch 10, wenn man null Plan hat, was man da überhaupt macht. In Rückblicken wird uns dann erzählt, wie er auf dieses Schiff kommt, was sein großer Auftrag ist und was er hier eigentlich machen soll. Sein Auftrag ist eine riesengroße Belastung, nämlich er soll die Erde retten. Irgendwas verdunkelt die Sonne und das ist natürlich eine ganz große Bedrohung für die Erde und für die Menschen. Und so nach und nach wächst er auch in diese Aufgabe hinein. Dazu muss man sagen, dass der Astronaut eigentlich kein geborener Astronaut ist und das erschwert natürlich auch noch die ganze Aufgabe. Was Andy Weir hier sehr gut hinbekommen hat, ist ein Szenario zu kreieren, was sehr bedrückend ist. Weil wenn man sich so vorstellt, du bist irgendwo alleine auf einem Raumschiff und kommst langsam dahinter, was deine Aufgabe ist und du praktisch die ganze Menschheit auf den Schultern trägst, das ist schon enorm. Und das hat er sehr gut hinbekommen, diese Ängste darüber zu bringen. Auch die Ängste, die Ryland hier empfindet. Er hat also sehr oft geweint und war sich gar nicht bewusst, dass er so weint und dass das auch von dieser ganzen Bürde herrührt. Dazu muss ich sagen, ging es dann in eine Richtung, mit der ich überhaupt gar nicht gerechnet habe, nämlich um einen Erstkontakt. Und was er hier gemacht hat, fand ich einfach nur genial, weil er hat hier einen Charakter oder einen E.T. kreiert, der so liebenswürdig war, aber in der Form für uns Menschen nicht angenehm. Also ich fand das klasse, wie er das gemacht hat. Und da sieht man auch ganz deutlich, dass dieses Buch in eine Richtung geht, um der es viel mehr geht, als um die Menschheit zu retten oder über seinen Schatten zu springen, sondern hier geht es um Freundschaft, um Vertrauen, um Zusammenhalt. Ja, also mir hat dieses Buch unheimlich gut gefallen. Es war für mich ein absoluter Page-Turner und ich denke, wenn dir der Marsianer gefallen hat, wird dir auch der Astronaut unheimlich gut gefallen, wie mir auch. Dieses Buch darf bei mir bleiben. Darüber freue ich mich besonders und ich denke, ich werde es bestimmt auch nochmal lesen, weil das Hörbuch werde ich mir auf jeden Fall nochmal dazu holen. Absolute 5 Sterne von mir. Dann durfte ich den 3. Teil von Stephen Kings Der dunkle Turm Tod lesen und war richtig begeistert. Ich hatte dieses Buch ja schon mal gelesen und konnte ihm damals 4 Sterne geben, aber beim 2. Mal war ich sowas von begeistert. Man merkt beim Lesen direkt, in welche Richtung diese Reihe wohl gehen wird. Also so ganz genau weiß ich ja auch noch nicht. Ich kenne ja diese Reihe nicht, aber wir treffen hier auf roboterähnliche Tiere, auf riesengroße Bärenwächter und es spiegelt schon so langsam, in welche Richtung es wohl gehen wird, in die Science-Fiction eventuell. Ich weiß es ja nicht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde dieses Mischen, was er da macht, unheimlich toll. Diese Revolver-ähnliche Westernstadt mit Roboter-ähnlichen Tieren und absolute Hammer-Erzählung. Also ich bin gespannt, in welche Richtung es gehen wird. Ich möchte nicht zu viel erzählen, weil ich dich nicht spoilern möchte und vor allen Dingen, weil ich mich selber auch nicht zu arg in
ja, in ein Gedankenkarussell hineinbringen möchte. Und bin echt gespannt, was Stephen King hier im Endeffekt überhaupt erzählt. Absolute 5 Sterne von mir. Und ich bin gespannt, in welche Richtung diese Geschichte läuft. Dann habe ich mir eine Trilogie bei Amazon gekauft. Und du siehst, ich war schon sehr euphorisch, was diese Reihe angehen wird, dass ich gedacht habe, das wird mich so begeistern, dass ich gleich alle 3 Teile gekauft habe. Ich rede hier von Dancing Jacks von Robin Jarvis. Bei dieser Reihe bin ich davon ausgegangen, das wird mir gefallen, weil ich das Gefühl hatte, es geht so in die Richtung von Stephen Kings Needful Things. Ich möchte dir mal kurz den Klappentext vorlesen. Einige Bücher sind schädlich, sogar gefährlich. Sie verdrehen einen den Kopf und geben der dunkelsten Seite der menschlichen Seele Nahrung. Sie sollten verbannt oder vernichtet werden. Diese Geschichte handelt von solch einem Buch. Ich hoffe, es gibt noch genug von euch da draußen, die das hier lesen und mir glauben und sich zur Wehr setzen können, bevor es zu spät ist. Ein altertümlich wirkendes und zunächst harmlos erscheinendes Buch taucht in einer englischen Kleinstadt auf und ergreift Besitz von seinen Lesern. Immer mehr Menschen werden von diesem Buch befallen und zu willenlosen Charakteren der Geschichte. Der diabolische Plan des Autors scheint aufzugehen. Dancing Jacks Auftakt ist der erste Band einer Trilogie. Achtung! Stephen King-like kombiniert Robin Jarvis intelligente Schockelemente mit Fantasy und schafft so eine vor Spannung überborstete Trilogie. Jo, und so bin ich da auch angegangen. Also ich habe gedacht, ich bekomme hier echt was mir super gefällt. Und am Anfang wirkte das auch richtig toll. Also da hatte ich auch überhaupt keine Schwierigkeiten reinzukommen. Aber so nach und nach wirkte das Ganze für mich wie so eine Jugendgeschichte ohne eine gewisse Tiefe. Und mir gefiel das auch irgendwie nicht so. Der Charakteraufbau gefiel mir irgendwie nicht. Und ich kam mit keinem Charakter so richtig zurecht. Also ich wurde mit keinem richtig warm. Zumal ich immer das Gefühl hatte, das sind so Jugend- oder Kinderkomik, die da irgendwie drin vorkam. Da ging es um einen, der da durch die Gegend pups. Und darauf wird dann so drauf rumgeritten, dass ich gedacht habe, wo bin ich hier eigentlich? Also ich wurde mit dem Buch überhaupt nicht warm. Konnte damit überhaupt nichts anfangen, weil es dann mir einfach zu wenig war irgendwie und habe das dann auch so bei 40%, glaube ich, abgebrochen. Leider. Jetzt sitze ich auf diese 3 Teile von Amazon. Ich kann es auch nicht mehr umtauschen, aber ist egal. Also da habe ich dann Pech gehabt. Also leider ein abgebrochenes Buch in meinem Lesemodus. Als nächstes hatte ich gehört auf BookBeat Matthew McConaughey's Greenlight. Und wie du siehst, war ich so angefixt von diesem Hörbuch, dass ich das Buch in Printversion unbedingt wollte. Erstmal ist es ein wunderschönes Cover. Das hat natürlich auch das Hörbuch. Aber mich hat diese Geschichte so mitgenommen, also mich so begeistert, dass ich mir gedacht habe, ich möchte die Printversion unbedingt an meinem Regal stehen haben, weil diese Printversion auch noch ein paar Fotos beinhaltet, die diese Geschichte absolut gut unterstreicht. Hier geht es um McConaughey, dem Schauspieler, der seine Geschichte, seine Erfolgsgeschichte hier niederschreibt. Ich erzähle dir einfach mal, was hinten drauf steht. Vor kurzem habe ich allen Mut zusammengerafft und dieses Buch geschrieben. Ein Erinnerungsalbum, eine Chronik, die Geschichte meines bisherigen Lebens. Es enthält 50 Jahre meiner Eindrücke und Einsichten, meiner Intuition und Erkenntnisse, meiner Coolness und meinen Charme. Es erzählt von Gnade, Wahrheit und der Schönheit im Brutalen, vom Erwischen und Erwischtwerden und davon, wie nass ich oft wurde, wenn ich versuchte, zwischen den Regentropfen zu tanzen. Dieses Buch ist ein Liebesbrief an das Leben. Matthew McConaughey. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste nicht, worauf ich mich eigentlich bei diesem Buch einlasse. Klingt einfach irgendwie so witzig, so Greenlights. Und er erzählt auch ziemlich am Anfang, dass er sein Leben in grüne Ampeln einsortiert hat. Also wir verfolgen ihn von seiner Kindheit auf an. Er erzählt sehr brutal, wie er aufgewachsen ist, wie brutal er eigentlich aufgewachsen ist, wie seine Eltern drauf waren, dass sie sich ständig geprügelt haben und kurz nachdem haben sie wieder Sex gehabt und solche Sachen. Also sehr ungeschminkt, sehr direkt und ja, durch diese Direktheit ist einem der Schauspieler noch näher gekommen, also war sehr, sehr sympathisch. Und Green Lights bedeutet bei ihm, dass wir öfter an unserem Scheideweg im Leben stehen und ja, wir an einer grünen Ampel stehen praktisch
Und diese Ampel eine Tür ist, die wir geöffnet haben. Und manchmal läuft es alles sturstracks und uns läuft alles supi. Und dann gibt es aber auch so Green Lights, die sehen gar nicht aus wie Green Lights und bringen dich in eine Richtung, die für dich auch sehr positiv ist. Und darauf baut diese Geschichte auf. Also er erzählt praktisch ganz ungeschminkt seine Lebensgeschichte und ich bin richtig begeistert gewesen. Auch wenn der Schreibstil manchmal ganz einfach wirkte. Und ich habe sehr oft in Rezensionen gelesen, dass gesagt wird, ja, Matthew McConaughey ist kein Schriftsteller. Nee, will er ja auch gar nicht sein. Das ist auch nicht der Sinn seines Buches, sondern er möchte ja seine Geschichte dir praktisch erzählen. Und ich glaube, wenn McConaughey hier blumig erzählt hätte oder einen besonderen Schreibstil angewandt hätte oder ein besonderes Stilmittel oder so, dann hätte das für mich auch gar nicht so eine starke Wirkung gehabt. Für mich wirkte das unheimlich authentisch, was er hier von sich gibt, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich muss auch sagen, ich würde dir empfehlen, auf jeden Fall das Hörbuch zu hören. Ich habe es ja bei BookBeat gehört. Es ist so toll vertont, also es macht richtig Spaß, dem zu folgen. Aber ich hatte so richtig Lust, auch die Bilder nochmal so als Untermalung für diese Geschichte zu haben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich das Hörbuch nochmal zur Hand nehme und das Buch und mir dazu die Bilder anschaue. Es ist einfach absolut genial. Es hat mir richtig Spaß gemacht. 5 Sterne von mir für einen grandiosen Schauspieler, der mir auch immer wieder Laune macht. Das Cover ist wunderschön. Es darf bei mir einziehen oder ist eingezogen und ich werde es auf jeden Fall nochmal genießen. 5 Sterne von mir. Dann kommen wir zu einem Buch, welches für mich der absolute Leseflop des Monats war. Dieses Buch durfte ich gemeinsam in meiner Lesegruppe lesen und wir waren alle durchweg enttäuscht. Ich denke, wir waren alle zu euphorisch, was dieses Buch angeht. Wir haben natürlich alle sehr gute Rezensionen gelesen und haben uns auf ein sehr emotionales Buch eingestellt, welches wir dann gar nicht so bekommen haben. Ich rede hier von Ryan Navin, Alles still auf einmal. Hier geht es um den kleinen Zack, der sich in einem Wandschrank verstecken muss, als ein Amokläufer seine Schule besucht. Und das ist schon sehr schlimm und sehr traumatisch für ein 6-jähriges Kind. Aber sein großer Bruder wird auch noch bei dieser ganzen Aktion erschossen. Was als eine sehr bewegende Geschichte begonnen hat, also so bewegend, dass ich gedacht habe, das ertrage ich nicht, werde ich losheulen müssen, was bei mir normalerweise nicht so der Fall ist, hat sich dann für mich in eine Geschichte verwandelt, die so unlogisch ist. Was mich am meisten geärgert hat an dieser Geschichte ist, dass man Zack komplett alleine gelassen hat. Es ist nicht so, dass man sagt, okay, die Eltern hätten ihn alleine gelassen, weil die getrauert haben, sondern es hat sich wirklich keine Sau um dieses Kind gekümmert, sah, geschweige denn irgendwelche Psychologen. Zumindest haben wir das nicht erzählt bekommen. Und in dem Moment, als Zack angefangen hat, Albträume zu bekommen und ins Bett zu machen, hat sich irgendwie keiner gefragt, hat das Kind vielleicht irgendein Trauma erlebt oder wie ist das jetzt? Alle haben nur rumgejammert, wie schlimm das ist, ein Kind verloren zu haben. Aber Zack war dabei und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sich keiner, wirklich keiner um dieses Kind kümmert. Zack hatte immer das Verlangen, dass man ihn in den Arm nimmt, aber irgendwie hat man ihn immer nur so beiseite geschubst und das wirkte für mich einfach so dermaßen unrealistisch, dass ich mich nur noch geärgert habe. Und dann das Verhalten der Mutter fand ich so dermaßen daneben. Die Mutter, klar, jeder verarbeitet Trauer auf seine Weise, aber sie hat ihr Kind einfach so stehen lassen. Und das hat für mich überhaupt nicht gewirkt, weil am Anfang hat man das Kind sogar gezwungen, mit zur Trauerfeier zu gehen. Und man hat ihn auch wieder gezwungen, in die Schule zu gehen, wo er dann noch wieder Angst hatte und so. Aber auf dieser Trauerfeier hatte er so psychische Probleme, dass er Durchfall bekam und es nicht mehr rechtzeitig auf die Toilette geschafft hat und sich wirklich angekackt hat. Und dann kam ein so berührender Moment, wo ich so schlucken musste, wo ich gedacht habe, das vertrage ich nicht, dass wenn das so weitergeht, dann gehe ich kaputt. Nämlich, dass die Mutter ihn sogar in den Arm genommen hat. Und obwohl er voller Kacke war, was er selber gar nicht so verstanden hat, dass sie ihn trotzdem in den Arm nimmt. Und dann habe ich noch gedacht, jetzt nimmt das Buch so eine Richtung an, die mir richtig gut gefällt. Und dann kommt die Mutter und geht in eine Richtung, dass sie ihre Trauer halt verarbeitet, indem sie ins Fernsehen geht. Und die Mutter, die sich so verhalten hat, war für mich ein absolutes No-Go und hat das Buch für mich komplett zerstört. Dann dazu noch dieses Hollywood-Ende, womit ich überhaupt nicht zurechtkam, dass diese Geschichte jetzt nicht unbedingt jetzt
mit einem offenen Ende endet oder mit einem Drama und so. Damit hatte ich gar nicht gerechnet, aber so einen Bullshit am Ende ging bei mir überhaupt gar nicht. Leider waren meine Erwartungen, glaube ich, hier viel, viel, viel zu hoch. Ich konnte diesem Buch nur 3 Sterne geben, weil die Idee fand ich eigentlich ganz gut. Was ich nicht verstanden habe, ist, warum die Autorin unbedingt daran festhalten wollte, dass man Zack komplett alleine lässt. Also, es ist ja schon schlimm genug, dass er eine Trauerbewältigung gehabt hätte, aber warum musste man ihn dann komplett alleine lassen? Ich glaube, wenn der Punkt nicht gewesen wäre, wäre das ein richtig tolles Buch gewesen, aber so konnte ich damit überhaupt gar nichts anfangen. Für mich leider nicht, meine Erwartungen waren zu hoch. 3 Sterne, Enttäuschung des Monats. Als nächstes habe ich wieder einen Science-Fiction lesen dürfen in meiner bekannten Science-Fiction-Lesegruppe, nämlich Rejoice von Stephen Erickson. Von Stephen Erickson habe ich sein Spiel der Götter, den ersten Teil der Reihe, gelesen und war neugierig darauf, was er wohl als Science-Fiction-Autor zu liefern hat. Hier geht es um Samantha August, die eine Science-Fiction-Autorin ist, die auf offener Straße von Aliens entführt wird. Und alle glauben natürlich sofort, das ist ein PR-Gag, das ist nicht echt. Und die Videos landen alle auf Facebook und auf YouTube und alle sind wirklich der Meinung, da stimmt irgendwas nicht, das ist alles gefaked. Aber Samantha wurde wirklich entführt und befindet sich auf einem Raumschiff im Orbit und ist auf einem Schiff mit einer KI. Diese KI hat den Auftrag, die Menschen davon zu überzeugen, dass das Ökosystem langsam kaputt geht, wenn wir so weitermachen. Und die Auftraggeber der KI sind 3 verschiedene Aliens, die die Menschen halt davor bewahren wollen. Nun möchten diese Aliens aber auch keinen Kontakt mit uns Menschen aufnehmen, keinen direkten Kontakt. Deswegen haben sie jemanden gesucht wie Samantha. Auf der Erde bekommen die Menschen dann eine Glocke über ihre Städte gesetzt. Das heißt, wie bei der Arena, nur dass sie halt in dieser Glocke keine Brutalität mehr benutzen können. Also, wenn du jemanden schlagen möchtest, hat das nicht funktioniert. Möchtest du eine Waffe abfeuern, ging diese Waffe nicht. Und das fand ich schon mal ein sehr interessantes Experiment. Wie reagieren die Menschen darauf, wenn man ihnen die Brutalität nimmt? Man hat ja immer so das Gefühl, dass wir Menschen ja diese Brutalität in uns drin haben. Und das wird sehr stark dort beleuchtet. Aber da ging es auch um viel mehr. Also es geht darum, was machen wir eigentlich mit unserem Planeten? Und was ich sehr interessant fand, waren auch die Gespräche zwischen Samantha und der KI. Also es sind sehr viele Gespräche, die einen echt so unter die Haut gehen und so einen Wink geben, dass man aus diesem Gedankenkarussell irgendwie gar nicht mehr rauskam. Dieses Buch beinhaltet gefühlt auch sehr viel Geschwafel. Aber dieses Geschwafel ist wichtig, um einen in diese Richtung zu drängen. Es werden Sachen erwähnt, die müssen einfach so erwähnt werden. Für mich war das ein absolutes 4-Sterne-Buch und hat mich sehr nachdenklich zurückgelassen. Durch diese Längen, die teilweise in diesem Buch entstanden sind, konnte ich diesem Buch keine 5 Sterne geben. Aber es ist ein absolut wichtiges Buch und wenn du Science Fiction magst, dann greif mal unbedingt zu Rejoice von Stephen Erickson, weil dieses Buch einfach nur unheimlich nachdenklich macht und ja, man sich doch schon manchmal Gedanken macht, welchen Weg die Menschheit hier eigentlich geht. In meiner WhatsApp-Gruppe haben wir jetzt die David Hunter-Reihe von Chris Carter gestartet mit dem Kruzifix-Killer. Hier geht es um einen älteren Fall, den David Hunter schon zu den Akten gelegt hat und wo es eigentlich auch schon den Täter dazu gab, aber auf einmal tauchen wieder Leichen auf, die dieses Kruzifixzeichen im Nacken haben. Und das sagt David Hunter, der Kruzifixkiller ist wieder da. Chris Carter hat einen sehr brutalen Schreibstil, was ich hier aber auch richtig passend finde. Aber man muss hier schon ein bisschen was abkönnen. Was mir sehr gut gefällt bei dem Kruzifixkiller ist, dass Chris Carter noch einen anderen Fall mit reinnimmt, der auch nicht irgendwie uninteressant wirkt. Also irgendwie finde ich, hat Chris Carter schon so einiges auf dem Kasten und ich bin echt gespannt, was in den weiteren Fällen noch erzählt wird. Was ich ein bisschen merkwürdig fand, dass ich relativ schnell eigentlich den Verdacht hatte, wer der Killer ist. Normalerweise habe ich da überhaupt keinen Riecher für, aber nichtsdestotrotz hatte ich richtig Spaß, irgendwie diesem Buch zu folgen. Also mir hat es richtig Laune gemacht und ich konnte Chris Carter auch noch 5 Sterne geben. Es hat Spaß gemacht und ich freue mich auf jeden Fall auf mehr. Mein letztes Buch, welches ich gelesen habe, ist ein E-Book
Und zwar Aufzeichnung eines Serienmörders von Jung-ha Kim. Hier geht es um einen 70-jährigen Tierarzt, der pensionierter Serienmörder ist. Und er hat das Gefühl, dass in seinem Ort ein anderer Serienmörder sein Unwesen treibt, und er möchte gerne seine Tochter vor diesem Serienmörder schützen und beschließt, seinen letzten Mord zu begehen. Dummerweise hat Kim auch noch Alzheimer und wenig Zeit, bevor er alles irgendwie vergisst. Das Buch hat mich absolut von den Socken gehauen. Es ist in einer Sprache geschrieben, die einfach toll war. Und obwohl dieses Buch nur 150 Seiten hat, wirst du in dieses Buch hineingesogen, in diese Geschichte, und kommst einfach nicht mehr raus. Du willst wissen, was hier wirklich Sache ist. Dadurch, dass Kim Alzheimer hat, wirken manche Sachen im Laufe der Geschichte immer verwirrender, dass du dich selber fragst, ist das jetzt Realität? Ist es fiktiv? Was ist hier los? Was passiert hier in dieser Geschichte? Und der Autor hat uns am Ende der Geschichte eine Lösung parat gelegt. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil du eigentlich irgendwie das Gefühl hattest, du hast eine Lösung, aber hast irgendwie keine Lösung. Und solche Bücher mag ich ja unheimlich gerne. Es hat mich unheimlich begeistert. Es war ein ganz toller Ritt. Es war eine super schöne Sprache mit einem Thema, was einen sehr nahe ging und absolute 5 Sterne wert ist. Also, wenn du Zeit hast, dann lese auf jeden Fall mal diese 150 Seiten. Die waren so intensiv und haben ganz viel Spaß gemacht. Und damit habe ich dir meine 8 Bücher vorgestellt, die ich im Mai gelesen habe. Ich muss sagen, ich bin richtig zufrieden. Ich habe sehr intensive Bücher gelesen. Manche waren ein bisschen enttäuschend, aber im Großen und Ganzen war ich zufrieden mit meinem Lesemonat. Jetzt würde mich natürlich interessieren, hast du auch einen Flop gehabt diesen Monat? Dann schreib mir das mal in die Kommentare. Das würde mich natürlich total interessieren, welche Bücher deine Flops waren. Wenn du ein absolutes Highlight hast, das schreib mir auch mal in die Kommentare. Ich freue mich natürlich wieder riesig über unseren Austausch, und dann freue ich mich, wenn du wieder beim nächsten Video dabei bist. Ciao!